Der erste Tag in Sachsen führte die Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2011 nach Bautzen. Wir fragten nach bei Annette Hanke von der Kreissparkasse Bautzen, wie ihr das Stadtturnier gefallen hat. Ja, wir sind auf jeden Fall erstaunt, dass so viele Teams teilgenommen haben, auch annähernd so viele wie voriges Jahr. Wir freuen uns über die Riesenresonanz und über die tollen Spiele hier vor Ort. Was bewog denn die Kreissparkasse Bautzen, hier bei der Sparkassen Fairplay Soccer Tour mitzumachen? Also die Idee, den Gedanken weiterzutragen, vom Sport auf dieses Fairplay auch in andere Richtung zu integrieren, finde ich klasse. Und deshalb haben wir auch gesagt, dass wir auf jeden Fall hier teilnehmen wollen. Mit auf Tour ist das Projekt Sachsen Kickt. Hier können sich Kinder und Jugendliche im Freestyle ausprobieren. Slivia Henschel erklärt, was die Aktion Sachsen Kickt eigentlich ist. Sachsen Kickt ist so eine Aktion zur Bekennung der Frauenfußball-WM. Da bekennt man sich dann zur Frauenfußball-WM damit. Es ist einfach so, dass Sachsen Kickt ein Event zum Event ist. Also das ist eine extra Aktion, die aber für die Frauen-WM wirbt. Wie groß ist denn das Interesse an der Frauenfußball-WM hier in Bautzen? Ist groß. Also wir haben auch schon welche dabei gehabt, die gesagt haben, wir haben schon Tickets. Also es ist nicht selten, dass jemand schon Tickets hat für alle Spiele. Bereits am Vormittag fand in der Daimler-Schule in Bautzen ein Sportprojekttag statt. Sportlehrerin Annette Gersten erzählt, wie es den Schülern gefallen hat. Der hat in allen Klassen so viel Spaß gemacht, dass wir heute gleich 20 Mannschaften jetzt beim Nachmittagsturnier hatten. Sind Sie denn zufrieden mit der bisherigen Veranstaltung? Ja, ist alles super, prima gelaufen. Wie setzen sich denn Ihre Mädchen und Jungen, Ihre Jugendlichen mit dem Thema Fairplay auseinander? Also zum einen erstmal in den Fächern natürlich in dem Unterricht und zum anderen ist es so gut angekommen, dass wir geplant haben, ab dem nächsten Jahr diesen Tag als Fairplay-Tag, als Projekttag in den Unterricht mit einzubeziehen. Warum sich der Landessportbund an der Sparkassen Fairplay Soccer Tour beteiligt, fasst Thomas Jurich zusammen. Weil das auch ein Anliegen von uns ist, Fairplay zu spielen. Wir haben selber eine Street Soccer Tour seit 2004, haben zwei Soccer-Anlagen und helfen der Fairplay-Sparkassentour gern mit unseren beiden Anlagen aus. Wir werden bei allen vier Vorrunden in Sachsen dabei sein, also heute Bautzen, Görlitz, Leipzig, Chemnitz und auch beim Finale am 8. Mai werden wir die Jungs von der Sparkassen Fairplay-Tour unterstützen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Turnier in Bautzen? Ich bin sehr zufrieden. Ich war ja, wie gesagt, die letzten beiden Jahre auch mit dabei. Und von der Anzahl der Teams und auch von der fairen Spielweise. Und was mir besonders aufgefallen ist, auch viele Mädchenteams, war das heute schon spitze. Der erste Tourstopp in Sachsen ist geschafft. Und die Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2011 zieht weiter nach Görlitz. Alle Termine, Ergebnisse und weitere Informationen findest du auf fairplaysoccertour.de.